Okay, Eile ist untertrieben. Jetzt gucken wir mal. Ob das jetzt wieder auf Horast geändert wurde? So. Zweiter Wind brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das kannst du aber mal benutzen. Nur so zum Spaß. Ein Insektenschwarm. Oh, Palegina kann auch mal ihren Second Wind benutzen, wenn sie nicht gerade geschockt ist. Also das ist schon krass, dieses Second Wind, dass man das einmal pro Begegnung einsetzen kann. Und zwar jeder Char. Und ja, jetzt sind wir auch hier oben, oder? Jupp. Ah, hier sind noch Seelen, die wir einsammeln können. Die waren vorhin übrigens noch nicht da. Und das hier ist sicherlich der Weg zur Sonne im Schatten. Jo. Taos. Beziehungsweise eine Vision von Taos. Another turn, Inquisitor. Noch eine Drehung, Inquisitor. Taos gibt einem Helfer, der hinter einer großen Kurve steht, ein Zeichen. Okay, Iovara schreit. I ask again, Iovara Ixensios, do you confess to these heresies of which you stand accused? Ach, das war die Vision mit dem Folterrad, was wir schon mal hatten. Ich frage nochmal, Iovara Ixensios, gestehst du diese Ketzerei, in der du angeklagt bist? Erwartet doch, Iovara blickt nur stur geradeaus mit steinerner Miene. Das einzige Geräusch ist das Knarzen ihrer Fesseln. Do you confess to apostasy? Gestehst du die Abtrünnigkeit? I confess to renouncing a mistake. Sie öffnet den Mund zum Sprechen. Dünne Speichelfäden erstrecken sich von einer Lippe zur anderen wie das Netz einer Spinne. Ich gestehe einen Fehler verleugnet zu haben. Do you confess to conspiracy against the one true faith? Gestehst du die Verschwörung gegen den einen wahren Glauben? I confess to opening minds. Ich gestehe, Augen geöffnet zu haben. Do you confess to false prophecy? Gestehst du die falsche Prophezeiung? I confess to following a false prophet. Ich gestehe, einem falschen Propheten gefolgt zu sein. Also ich glaube, diesmal mein Zitat aus. Indeed. And where might we find this heretic? Taos hält inne, sein Blick verengt sich. Wirklich? Und wo finden wir diesen Ketzer? He wears the robes of a grand inquisitor. Er trägt die Robe eines Großinquisitors. You have no followers here, heretic. Your lies hold no sway in the court of the penitents. Taos spitzt die Lippen. Du hast hier keine Anhänger, Ketzer. Deine Lügen im Hof der Deine Lügen haben im Hof der Büßer keine Kraft. Only my truth, then. Iovara scheint dich direkt anzublicken. Nur meine Wahrheit. Another turn. Taos nickt dem Inquisitor an der Kuppel zu. Noch eine Drehung. No! Wait! I'm ready. Nein, warte, ich bin bereit. You are ready to give a confession? Taos bedeutet dem Großinquisitor zu warten. Du bist bereit, ein Geständnis abzulegen? I'm ready to hear one from you. Iovara jagt nach Luft und sammelt ihre letzte Kraft zusammen, um zu sprechen. Ich bin bereit, ein Geständnis zu hören von dir. Taos schüttelt den Kopf und deutet auf den Inquisitor. Das kratzende Knarzen rostiger Zahnräder hallt in deinen Gedanken wieder, während die Erscheinungen verblassen. Jo. Ich wette 5
verpannt darauf, dass wir auf dem gezackten Knochen, was? Dass wir auf den gezackten Knochen der letzten Gruppe landen, die jung genug zum Springen war, ja. Jede in diese Voidika-Statue geschnitzte Falte und Beule sieht schmerzhaft vertraut aus, okay. Eine große Grube liegt im Schatten der Voidika-Statue. Kein Licht von der Oberfläche dringt zum Boden und dennoch siehst du in den Tiefen ein gespenstisches Leuchten flackern. Ein wenig aus der Grube bringt dich ins Schwanken. Er ist nicht kalt, aber dennoch bekommst du Gänsehaut auf den Armen. Der Wind trägt ein Flüstern mit sich, leise und zischend. Als du in die Grube blickst, versammeln sich Seelen um dich herum. Sie umschließen dich mit einer Wolke von Essenz, die um deinen Körper wabert. Während du überlegst, was du nun tun sollst. Erstmal gehen wir weg. Denn wir haben noch gar keinen Gott ausgewählt. Ja, das heißt, die Seelen werden uns jetzt ins Verderben reißen. Wenn wir das so machen würden. Übrigens, das große Abenteuer ist abgeschlossen. Ja, Schatztruhe, gut. Zurzeit steht nichts an. Alles ist okay soweit. Das heißt, wir kehren jetzt erst einmal... über die Abkürzung hier zurück. Hier sind übrigens schon wieder Seelen. Sehr schön. Wir kehren über die Abkürzung hierher zum Schiff zurück. Und damit landen wir wahrscheinlich erstmal direkt im Tempelbezirk von Zwillingsulm, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Ich wollte nämlich eigentlich erst einmal in den Rastbezirk, ins Stadtzentrum sozusagen. Da, wo die Märkte sind und alles. Und dort kurz Hivarias gegen Sagani tauschen. Und da auch einmal ordentlich rasten. Und dann wollte ich in den Tempel in Ulmenkap. So, mal kurz gucken, wo ist der schnellste Weg? Genau, Bezirk Herdlied. Da will ich eigentlich jetzt hin. Gehen wir mal Vollspeed. So, will ich in den Bezirk Ulmenkap und mir dort einen... Das heißt, er habe die Bleichhilfen besiegt. Eigentlich habe ich sie nicht besiegt. Das ist eigentlich schief gelaufen. Und nein, ich wollte nicht pausieren. Das war nämlich der Mittagsfrost, die Sache. Und ja, schweifen wir noch mal kurz über die Karte, da wir hier eigentlich ja alles abgeschlossen haben. Also, ab nach Herdlied. Von Herdlied dann kurz rasten gehen und auf Sagani wechseln. Weil alle anderen in der Gruppe würde ich gerne so beibehalten. Also alle auf zum magischen Damage machen, Duels zum Heilen und Buffen. Alle auf und Paligina brauche ich als Frontkämpfer. Ist halt ein bisschen schwierig, die Auswahl zwischen Paligina und zwischen Sagani und Kanna. Aber ich nehme doch lieber Kanna. Paligina. Sagani. Woken up to find your other half used your body during the night. I don't think I understand you. And I'm not sure I want to. Well, I've found that if I go to sleep hungry enough, I wake up covered in blood and delightfully full. Okay. Ja, nein. Was sagen eigentlich die Quests? Hof der Büßer? Ja, in der Mitte des Hofs der Büßer liegt eine Grube, die so tief ist, dass der Boden nicht zu sehen ist und kein Geräusch zu hören ist. Wenn man einen Stein hineinwirft, der Sturz wäre mit Sicherheit tödlich für jeden, der hineinspringt. Meine halluzinierten Erinnerungen werden nun immer häufiger. Ich kann sie kaum noch von der wachen Welt unterscheiden. Mir geht die Zeit aus. Ich muss wissen, woran Taos sich aus unserer gemeinsamen Vergangenheit erinnert, damit ich zur Ruhe beten kann, was meine Seele plagt, was es auch ist. Ja, jetzt muss ich wirklich einen der Götter auswählen und ich denke mal, ich wähle wirklich Berat aus. Weil,
Magran will ich nicht unbedingt auswählen, nachdem wir herausgefunden haben, dass Magran eine Verräterin oder Mitläuferin von Voidika ist. Und wen hatten wir noch zur Auswahl? Ach ja, die Geflügelte, die wollte, dass wir. Naja, Galloway wollte, dass wir die Seelen, die wir jetzt befreien, auf den Dürrwald verteilen, auf die anderen, auf die noch Lebenden des Dürrwaldes. Hyela wollte, also die himmlische Hyela wollte, dass wir die Seelen der den Seelenlosen zurückgeben, wobei das auch wieder ein bisschen kontraproduktiv ist, weil wir haben ja die Wichte gesehen, also die seelenlosen Kinder, die uns auch angegriffen haben, die wir bereits töten mussten. Das ist dann vielleicht auch nicht so die gute Idee. Well met, friend. Und wir haben halt Berat, der will, dass die Seelen zum Rat zurückkehren, dass sie sich ein neues, dass sie ein neues Leben bekommen können. Ich hätte gerne ein paar Zimmer. Also bevor ich die Zimmer hätte, würde ich gerne erstmal. May Wal watch your step. Jo, würde ich gerne mal wieder Sagani in die Gruppe aufnehmen. Sagani verschieben wir dann Ready, hier watch it. hin. Gucken mal kurz unsere Gruppe an. Durens kann ruhig außen stehen bleiben. Der ist nämlich etwas stärker als Sagani. Ich finde es lustig, dass hier meine Gesundheit so klein angezeigt wird, also meine Ausdauer. Ob das wirklich daran liegt, dass meine Ausdauer über 200 ist? Na egal. So, und dann will Hello. ich einmal rasten, bitte. Oder mal kurz in seinen Laden gucken. Xamintel Reispfanne. Ich frage mich echt, ob ich, wenn ich hier. Wobei, ich glaube, die kann ich sogar selber herstellen. Ich glaube, ich kann alles von Anfang an selber kochen. Aber ich könnte zum Beispiel Zutaten hier, wie Kakao, Milch und Zucker, könnte ich kaufen. Die sind ja nicht teuer. Sowas sollte eigentlich normalerweise in mein Versteck gelagert werden, aber egal. Und dann raste ich einmal in der Himmelssuite für Macht, Verfassung und Entschlossenheit. So. Dann geht das mal alles hier unten rein. Die können mal zu Sagani, weil wir sowieso schon so viele davon haben. Alle anderen sind einigermaßen gut ausgerüstet, ja. Wobei ich mich gerade frage, hat Sagani irgendetwas, das Macht macht? Weil dann könnten wir ihr den Pirscher-Bonus tauschen. Nämlich hier gegen die Machtheitskette. Ist nicht viel, aber ist etwas. Gucken wir mal kurz. Jetzt hat sie eine Macht von 12. Ups. Wenn wir ihr das wegnehmen, hat sie eine Macht von 12. Was? Hat sie schon irgendwas, was ihr Macht gibt? Sehe ich jetzt nicht so. Vor allem ihr Schaden steigt. Talente, Ehrenwerter, Rückzug hat sie dreimal drin, warum immer. Also man merkt, irgendwas ist ein bisschen verbuggt. Sie hat sogar sechsmal Ehrenwerter Rückzug drin. Aber gut. Ja. Oder liegt das am Rastbonus? Sure. Was ich schon fast nicht glauben kann.